Moin, moin, liebe Leute! Warum hält denn der Schnubbi schon wieder seine hässliche Fresse ins Gesicht? Die hässliche Fresse ins Gesicht, das fängt gut an. Nee, in die Kamera meine ich natürlich. Ja, ich habe was ganz Neues vor, ein ganz neues Projekt, sagen wir es mal so. Und zwar so eine Art Let's Mini. Ich nenne es mal so, denn ich bin tierisch einfallsreich. Ich werde einfach irgendwelche kleinen, hauptsächlich wahrscheinlich Indie-Games vorstellen, die ich selbst noch überhaupt nicht kenne. Ja, also wenn. Ich beschränke mich jetzt mal von mir aus einfach auf Indie-Games, denn das macht mehr Sinn für sowas Kleines. Schreibt mir einfach, ob ihr lieber vielleicht sogar ältere Spiele oder Vollpreistitel haben wollt, die ich kurz vorstelle. Ich werde das Ganze immer so circa 30 Minuten lang machen. Das sollte reichen, für so ein bisschen Einblick zu bekommen. Und ja, ich fange dann einfach mal an. Und zwar habe ich mir heute ein Spiel rausgesucht, das heißt Resetier. Resetier. Gibt es auf Steam für 15 Euro. Das ist ganz schön happig für ein Indie-Game, finde ich. Ist auch mit eins fast der teuersten Spiele auf Steam im Indie-Games-Bereich. Ob es das wert ist, ich weiß es nicht. Ich habe mich überhaupt nicht über das Spiel informiert. Ich habe einen Screenshot gesehen, habe es runtergeladen. Und zwar die Demo-Version. Das ist auch wichtig zu sagen. Ich werde bei solchen Spielen grundsätzlich eher die Demo-Version spielen, denn das ist ja das, was ihr zum Beispiel auch nehmen würdet, wenn ihr noch nicht wisst, ob euch ein Spiel gefällt oder nicht. Deswegen, ich will ja euch wie mir halt so einen kleinen Einblick ins Spiel bieten. Das bringt ja dann nicht gleich ein Spiel für 15 Euro zu kaufen, dann ist es Schrott. Das macht ja keiner. Hoffentlich. Was allerdings ein bisschen schade ist, muss ich mal kurz dazu sagen, ist mir jetzt gerade aufgefallen, bei Steam gibt es ja doch eine ganze Menge Indie-Games, was ja schön ist, aber sehr selten eine Demo-Version zu den Spielen. Das finde ich ein bisschen dreist. Vor allen Dingen bei Spielen, die es eben auch auf dem Xbox Marketplace zu finden gibt. Spiele wie, ja, und die anderen. jedenfalls Spiele, die es auch auf dem Xbox Marketplace zu finden gibt. Und die haben ja grundsätzlich immer eine Testversion. Warum es jetzt die Spiele auf dem Steam Marketplace gibt, aber nicht die Testversion, das verstehe ich nicht. Also, erklärt's mir, ich verstehe das nicht. Naja, egal. Aber auf jeden Fall, Resetier, ich hoffe, so spricht man es aus, hat eine Demo-Version. Das Ganze ist ein RPG, sehr japanoid, sehr anime-lastig, Nippon-Optik, brutal. Ich bin gespannt, wie lange ich das aushalte. Hoffentlich die 30 Minuten. Ja, und mehr weiß ich auch zum Spiel nicht. Ich habe mich sonst nicht informiert, was aber schön ist. Man kann es mit Gamepad spielen und so spielt sich ein ja, von oben drauf halb isometrisch Zelda-kameramäßig Spiel. Spielt sich ja so am besten mit Controller. Das ist schön. Hat auch nicht jedes Spiel. Okay, so, ich würde dann einfach mal sagen, ich mache mal den Mauszeiger aus dem Bild und 3, 2, 1, Bäm, ich nehme auf. Ich muss runterzählen, sonst wird das im Schnitt nachher ein Chaos. Das wird sowieso schon, also nicht wundern. So, aber ihr seht jetzt das Bild, der Hauptscreen von Resetier. An Item Shop's Tale. Schön. So, New Game, Item Encyclopedia. Also gibt's wohl eine Menge Items zu finden. Und aus In Item Shop's Tale lese ich ja, dass ich irgendwie einen Item Shop leiten muss. In einem Rollenspiel? Klingt interessant. Mal schauen. Okay, Options haben wir. Nichts Interessantes. Gut, okay. Ich mach das hier mal gerade. Oh, ach so. Ja, ich habe das Spiel kurz angemacht, um zu sehen, ob es irgendwelche Einstellungen gibt in Sachen Auflösung wegen der Aufnahme. Okay, dann New Game. Legen wir los. Ich bin gespannt. Wirkt alles schon mal so von den Menübildschirm-Schriftsachen so ein bisschen Grandia-mäßig. Naja, okay. Hört ihr die Musik? Kennt ihr noch, ich als Saarländer kenne natürlich Heinz Becker. Kennt ihr noch Heinz Becker? Der lief so ab den 70ern bis in die 90er. So diese typische saarländische Familie, die immer auf dem WDR oder sonst wo gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, wo das überall gelaufen ist. Die Musik, das ist Heinz Becker. Also ziemlich ähnlich. Cool. Und ich habe sogar rein zufällig die Heinz Becker Gedächtnismütze an. Das ist wirklich ein Zufall. Cool. Ja, oh, ich habe eine Taste gedrückt.
Das ist jetzt bestimmt ganz wichtig gewesen. Does she really not understand how important the day is? Wer bist du? Wer bin ich? Reset, ich bin das Kissen. Murphy. Can't eat another bite. But I always find room for yummy candy. Mibble wibble. Was? Was? Wake up, please. Was? Oh, Reset, das bin ich. Oh yeah. When's it? Was? Oh, dear. Good morning. We do not have time for good morning, Reset. Are you planning on spending the rest of your life dreaming of sweets? Nicht die schlechteste Idee. Today is the day we set for opening the store. Oh, did we did? Oh yeah, we did. Merde. Of all the... Listen. Listen! Go wash your face and make yourself presentable. And then join me downstairs in the storefront. Okay, I'll be right down. Okay, wir haben also sofort schon den... Oh, das ist der alten Shop. So sieht die Grafik aus, liebe Freunde. Hey, sorry I kept you waiting. Okay, Tier. Let's open the shop right now. Capitalism, ho! Patience, Reset. This is a virtue you will need. We need to take care of a few matters before we open officially. Officially? Huh? Like what? Well, I somehow doubt that a store without anything to sell is going to attract all that much business. Ich ahne jetzt schon, wie man Items bekommt. Wahrscheinlich so ein bisschen Dungeon Crawler mäßig, typisch Diablo, in Dungeons reinrennen, Monster schnetzeln, Items sammeln und Items hier im Shop verkaufen. Die Idee klingt nicht schlecht. Ob das auf Dauer irgendwie motiviert? Oh. Oh yeah, we don't have anything to sell. So, what do we do? Moment, sie haben für heute den Tag angesetzt, an dem sie den Shop eröffnen. Aber bis jetzt noch keine Items gekauft. Macht das Sinn? To start with, we need to establish a stock of items for the store. If we have nothing to sell, we can not claim to be much of a shop. Yeah, that's true. So where should we go to get stocked up? The best way, I think, would be to visit either the town market or the merchant's guild. Wie, ich muss Items kaufen, um sie zu verkaufen? Wird das eine Wirtschaftssimulation? We need to give our regards to the head of the guild regardless. So that should probably be our first stop. Okay, also zum Marketplace oder zum Merchant's Guild. Oh, that's the place run by that old guy, right? The guild operates as a wholesaler for local merchants, so if we stop by, we can purchase an initial stock. It would not hurt to give our polite regards to the guild chief either. Jojo. Especially since the guild is the organization that allows us to operate here in the first place. Okay, got it, then let's go right now. Oh god, when you want to leave the shop, head to the front door, currently located on the upper right corner of the store. Nein, das ist echt schwierig zu erkennen. Das soll die Tür sein, aha, Wahnsinn. Oh, but I wanted to leave through the window, like an action hero. Ja, genau das. To eternity and reset. Okay, alles klar, dann geht's jetzt los. Ich darf mich bewegen. Wow, das ist aber ganz schön fix hier, alles klar. Ach, und jetzt sehe ich es, das ist eine Fee, die mich die ganze... Listen! Das ist eine Fee, die mich da nervt. Okay, das macht alles Sinn. Ja, das ist jetzt bis jetzt noch nicht so ein wirklich großer Shop. Vielleicht kann man den später noch ausbauen. Ich weiß nicht, das hier ist jetzt ein bisschen dünn. Also, ich zähle 12 Plätze für Items. Naja. Okay, aber erstmal brauchen wir überhaupt Items. Au! Aha, okay, also wir können nicht frei in der Stadt rumlaufen, sondern wir müssen quasi so ein bisschen... Ihr kennt das, ne? Ist nichts Neues. Ziemlich klassisch. Okay, Merchant's Guild. Gehen wir da mal hin? Aha, okay, das wirkt alles... die ganze Stadt scheint wirklich nur aus Sprechblasen und Menüs zu bestehen. Schade.
Naja. Hello. A girl with a theory. You two are... Yes, you are Reset and that loan shark. Well, while that's not, well, an incorrect assessment, could I ask that you refrain from calling me a loan shark? That's right, mister. She and I are partners. Don't be mean. Ja, klar. Forgive me, forgive me. Partners it is. So you're the preparations for running that shop coming along. Quite well, thank you. In fact, we plan on opening today, so we stopped by in order to show your our gratitude for your help. Oh, very good. You two know what's... Mir wird das gerade ein bisschen zu dialoglastig. Wenn ich so weitermache, kommt in der halben Stunde nichts anderes wie ein paar Dialogboxen. If you have any problems, let me know. I'll be glad to help. We appreciate your kindness, thank you. We appreciate your kindness, thank you very much. Not a problem at all. So you came straight here to pick up some merchandise, right? Well, up to the counter, then let's get you two sorted. Yeah. This is our first time stocking up. Our funds are limited, so do not go completely overboard. I recommend purchasing no more than 10 times. Yes. Bye, Sir, talk, leave. Alles klar. Bye. Okay. Also wir sollen nichts mehr wie 10 kaufen. Sehe ich das richtig? Hier, das kostet 140, nehme ich alle mit. Her damit. Oh, das kostet 840. Yeah. Okay. Ah ne, Quatsch, Moment. Da oben geht's noch weiter. Daggers, Staves, Bows, Spears, Gloves. Das kostet 70. Machen wir es mal so. Ich habe ja keine Ahnung. Raincoat, ne, dann bin ich pleite. Hol mal einfach davon mit. So, jetzt bin ich eh fast pleite. Habe ich noch irgendwas, was ich mir leisten kann? Da war noch was. Da habe ich schon ein paar. Ne, gut, das, ja. Danke. Right then, will it be all? Yep, this is perfect. We shall return when your stocks run low again. I'm looking forward to it. Here, a little something extra as a startup gift. Yay, walnut bread. Thanks a bunch. Alright, little lady, giving you all. Schon wieder. Well, Adam Smith would be proud of us. At any rate. Nee. Okay. Ab zum Laden. Der heißt übrigens Reset hier. Einfallsreich. Ihr versteht schon. Tier die eine, Reset die andere. Reset hier. Fast so gut wie Let's Mini. Very well, it's time to give your crash course on the basics of running. So laufen, huh? An item shop. Ah, okay, first we need to put some items on display. If we do not have our goods out of the people to see, we can hardly expect the customers to buy them, after all. So I just need to get near these counters. Just so, once you know where to wish to choose the wish primal, alles klar. Ja, ach komm, jetzt bitte. Ja. Sorry, wenn ich jetzt wegklicke, aber wir haben jetzt gerade 14 Minuten auf der Uhr. Das wird mir jetzt ein bisschen zu... Also, da kommt ja noch mehr. Right, dann start auf... Ja. Okay, danke. Darf ich jetzt? Danke. Was ist hier eigentlich? Change Camera. Achso, Winkel. Okay. Hier will ich hin machen. Das will ich da hin machen. Ach Gott, Reset, may you speak with him? Ja, was denn? Those counters by the window. Items you place there are visible to anyone passing by the street. As such, putting eye-catching items, the sort of thing that makes you think, I want to buy this more than anything. On those counters, it's visible running a shop like this. Alles klar. Haben wir kapiert, ne? War mir auch eigentlich vorher klar, dass das irgendwie das Schaufenster ist.
Und was ein Schaufenster ist? So, machen wir hier noch das hin. Viel mehr verschiedene Items habe ich, glaube ich. Doch, Walnut Brot habe ich noch. So, dann kann ich... Ich lege die jetzt... Muss ich die wohl alle einzeln hinlegen, so wie das aussieht? Okay. Dann haben wir hier die Schwertabteilung und noch eine Klamotte. Und hier noch was. Bin ich leer? Alright, that should do the displaying of the wares. Are you sure it doesn't look dumb? Ja, es sieht dumm aus. Do not worry, everything looks good enough for the first attempt. Now I need to teach you some actually sell things. So please go sit at the counter. Ich bin spontan gerade am überlegen, ob ich die 30-Minuten-Grenze nicht auf eine Stunde erhöhen soll, denn... Ihr seht's, oder? Also, so wie das hier gerade vorangeht, wird das nix. Denn da kommt garantiert noch ein richtiger Rollenspielpart, sonst wäre das kein RPG. Well then, the items are placed, and now you need to learn how to actually sell things people without embarrassing yourself. Aha. Oh Gott, muss ich... Bitte sag mir nicht, ich hätte mir die Preise merken müssen. So to start with, I will lecture the actual process of selling an item you have displayed. Yes, Professor. If the students don't listen, they don't get it. Oh, come, jetzt, ja. Now then, ja. Okay, ich soll die Leute grüßen, wenn sie reinkommen. So fühlen sie sich besser. Alles klar. Mhm. Aha. Okay, das Ding habe ich für 120 gekauft und verkaufst für 1200. Krass. Ja? Achso, hier kann ich dann Item Details. Ach nee, ich habe was Falsches gedrückt. Ah, scheiße, das ist Item. Ah, guck mal hier. Okay, das Ding hat sogar Werte. Interessant. Base Price. Aha, aha, aha. Alles klar. One, ja, habe ich verstanden. Ja. 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 Bitte? Consult the custom Excel program included with if you wish to check all the your button config. Ach so. Ach, mach mich doch nicht irre. Jetzt, also. Ja, nee, ja, komm. Ja, okay. Ich muss also sagen, wie viel Geld ich da ausgeben will. Aha. Aha. Ja. Ja, ich hab mir fast gedacht, dass ich nach oben drücken muss, um den Preis zu erhöhen. Okay, hier kann ich dann quasi, sagen wir mal so. Na? Yes, very good. That is how you adjust your offer. Ich bin Markmann. Markmann? Ich bin ein Händler. Ein geborener Händler. Ja. You get a little bit of experience. Aha, okay. Man bekommt also EP für Items verkaufen. Interessant. Aha, wenn der Preis zu hoch ist, geht der Kunde einfach weg. Alles klar. Okay. Ja, okay, ich soll nichts zu teuer machen, sonst ist der Kunde unzufrieden. Das ist mir schon klar. Mhm, okay. Klar, ich mache mich beliebter, wenn ich den Preis günstiger mache. Das ist jetzt alles, muss man das jetzt wirklich erklären? Das ist doch offensichtlich. Ja, komm. Ja, okay, natürlich wollen sie falschen. Das ist... Hallo, das geht hier um einen Itemshop, ist doch alles klar. Ja. Okay, ja, ich kann mit ihm verhandeln. Manche wollen das nicht, manche machen das länger. Das ist jetzt kein großes Ding. Ja, genau. Es geht los. Ah, welcome. Could I get this, please? Jetzt fängt das schon wieder mit ihr an. Okay, pick a price, right? Needs to be higher than the base price. Up button. Okay, machen wir nochmal 1,5. Und? Good. At this level, a customer will likely buy immediately. Alright then. Now for the fine art of haggling. Oh Gott. What you wish to do is lower your price slowly.
Okay. Okay. Oh. Ja. Bitte, leg los. Okay, leg los. Ein bisschen günstiger können die es machen. Ich biete mal 100 unter. Hm? Aha. Ja, und nochmal Training. Das habe ich noch nicht mal. Okay. Ja, ich möchte... Oh, bin ich irre? Machen wir mal so. Sagst du? Hab's verkauft. Ja. Och Gott, nicht nochmal. Hallo. Aha. Jetzt wird sie anders reagieren. Woher weiß ich das nur? Oder auch nicht. Tolles Training. So. Ja, nee. Werde ich ganz bestimmt nicht. Ich werde dich nicht nochmal fragen, ob wir trainieren sollen. Ich würde jetzt ganz gerne mal mit dem verkaufen. Wir haben 21 Minuten auf der Uhr, ne? 21 Minuten! Ach, die Heinz-Becker-Musik wieder. Ja, okay. Ich habe verstanden, dass es so geht. Ja, ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay, wir dürfen jetzt den Shop eröffnen. Oh Gott, mein erster Kunde. Ich bin total aufgeregt. Hallo, hi, hallo, hallo, willkommen. Wie kauft das Brot? Now this will be handy. Okay, das kostet natürlich glatte 120, ey. Ja, ich habe Brot verkauft. Nein. Danke. Ja. Gut, wir haben unseren ersten... And that's how we started running an item shop. Ja. Oh, you're wondering why we started an item shop at all. Ja. Jetzt sag mir nicht, dass die Demo jetzt aus ist. Well, to explain this, you need to understand how Tia and I first met. Oh Gott, nein. Bei sowas hätte ich jetzt gerne eigentlich einen Livestream und würde euch fragen, ob ich jetzt einfach Escape drücken darf, denn ich würde es jetzt machen. Aber ich weiß nicht, ob das euch jetzt stört, ob ihr das sehen wollt. Vielleicht ist auch... Oh, Entschuldigung, das könnte jetzt ein bisschen gebollert haben. Vielleicht ist es auch jetzt schon vorbei. Sieht fast so aus. Das war die Geschichte, wie sie sich kennengelernt haben. Ach, nee. Let's see. Yep, the calendar says it's been 3 months since Papa left. And then when I suddenly said I'm gonna be a hero. Then took off saying the brain. Ich drück das jetzt ab, okay? Ich weiß, das ist jetzt bestimmt sehr interessant für die Story, aber vielleicht ist das ja gerade auch gut für euch, wenn euch das Spiel interessiert, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mehr davon selbst sehen wollt, als ihr hier jetzt mitbekommt. Mhm. Es klopft noch auf. Ich weiß, wie sie heißt. Ich heiße Reset Lemongrass. Mhm. Ah, Wahnsinn. Ja, es ist ja alles sehr interessant. Jetzt kommt hier jetzt irgendwie sowas.
Ich drück das jetzt ab. Oder warte mal. Habe ich jetzt erst gesehen? Ich drück das jetzt komplett ab. Das mag ja sehr interessant sein, ich will es aber jetzt nicht sehen. Und auch das drücke ich ab. Merde. So, fangen wir einfach an. Ich will jetzt hier spielen. Ah, ja. Ah, okay. Jetzt darf ich also sagen, was Sache ist. Aha. Okay. Interessiert mich jetzt alles nicht. Ich werde das jetzt wieder abbrechen. Denn ich will jetzt Adventurers Guild. Vielleicht kann ich da jetzt irgendwie außerhalb der Stadt irgendwie was. Aha, sehr interessant. Aha, oh ja, sehr interessant. Oh, ach so, ja, so sieht das aus. Alles klar. Ja, okay, alles klar. Ja, ja, das ist richtig. Ja, alles klar. Oh, hoch. Wer ist nur er? Verflixt, jetzt habe ich zu viel abgeklickt. Es blinkt nichts. Aber ich kann auch nirgendwo raus. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal hier rein. Aha. Genau du. Nothing. Nein, ach, das wollte ich doch gar nicht. Depart. Ich habe keine Items, die ich mitgeben kann. Wird schon so hinhauen. Vielleicht hätte ich mir doch ein Schwert mitbringen sollen. Aus dem Shop. The Hall of Trials. Okay, jetzt geht's richtig los scheinbar. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein Dungeon. Welcome to the Jungle. Ja. Ja. Okay, alles klar. Es geht los. 3 Minuten vor regulärem Schluss kann ich dann schon mal zeigen, was wahrscheinlich das Hauptteil, der Hauptpart des Spiels wird. Nämlich Monsterschnitzeln. In klassischer Weise ein Dungeon Crawler eben. Items sammeln, Monster schnetzeln. Vielleicht mache ich dann doch nur so 35 Minuten, sag ich mal. Ne? Jetzt sehen wir ja ein bisschen was von dem Hauptspiel. Was ist das? Achso, das muss ich extra einsammeln. Okay. Okay, die Diamanten bringen mir wahrscheinlich Geld, nehme ich an. Ah, Items. Ja, wir sehen unten rechts eine kleine Minimap. Das Ding scheint auch verschiedene Floors zu haben. Das heißt, ich schätze mal, das ist wirklich eine ganz klassische Art von Dungeon Crawler. Das heißt, quasi ein gigantisch unendlich großer Dungeon mit immer mehr Monstern, bei dem man im Endeffekt auch nichts anderes machen wird, als durchzurennen, Monster zu schnetzeln, rauszugehen, Items zu verkaufen und so weiter. So, hier kann ich zum nächsten Floor, das wollte ich aber noch nicht. Und wir sehen auch, also ihr seht das unten auf der Minimap, die roten Punkte, das sind die, selbstverständlich, die Gegner, die sich da auf der Karte rumtummeln und die respawnen. Das heißt, man könnte, oh, das war blöd, man könnte im Prinzip auch einfach rumgrinden. Oh, Level Up, okay, wie kann ich leveln? Oh, ah, Special Attack. Ja, ich kann hier leider nicht so viel machen, außer vielleicht... Was zur... Ach so, okay, ich muss 10.000... Ah, wir haben hier einen Kalender und ich muss 10.000 am 8. bezahlen. Status, gehen wir da mal hin. Okay. Ja, er hat Basic Items halt. Ist Level 2, aber ich kann ihn jetzt nicht aufleveln, oder wie? Sieht nicht danach aus. Okay, alles klar. Also so ein richtig tiefgängiges Rollenspiel wird es dann wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Kann ja noch sein. Kann ja noch sein. Ich weiß halt noch nicht, was so abgeht. Okay, wenig überraschend. Wir sind im nächsten Floor. Und es sieht genauso aus. Da sind schon ein paar Gegner. Bis jetzt nur die typischen Rollenspiel-Plops. Also in westlichen Rollenspielen sind das Ratten. In östlichen... sind das Blobs. Was ist das? Ein Fragezeichen. Ingredient? Zutat, oder? Schon Level 2 Blob gewesen. Ja, ne?
Ich denke, deswegen werde ich das Ding jetzt doch wohl so bei 30, 35 Minuten stoppen. Ich denke, so viel muss man dazu jetzt nicht sagen. Denn das erklärt sich eigentlich jetzt quasi von selbst. Diese ganze Vorstory, die uns 20 bis 25 Minuten gekostet hat, die ist vielleicht auch ganz interessant. Vielleicht wird die ja noch ganz packend. Mich reißt sie jetzt nicht vom Hocker. Also für ein als RPG ausgeschriebenes Spiel war die Story jetzt nicht wirklich mitreißend. Aber okay. Da wird ja auch garantiert noch irgendwas mit ihrem Vater sein, wenn der auf Reisen geht. Huch. Und sagt, er will jetzt ein Held werden. Da ist ja bestimmt auch noch was im Busch. Und wir haben ja gesehen, dass man... Was? Oh, okay. Wir haben ja auch gesehen, dass... verflucht! Ich wollte sagen, wir haben ja auch gesehen, dass man noch mehrere Helden nehmen kann. Okay. Okay. Alles klar. Okay, wir können uns jetzt scheinbar, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, ein Item aussuchen, das wir mitnehmen, wenn wir sterben. Irgendwann. Achso, ich muss was drücken. Okay, das hätte man mir auch vorher sagen können. 100.000. Ja, logisch, oder? Ganz klar. Okay, so funktioniert das also. Ich stelle nochmal kurz die Items in den Shop. Und setze mich mal noch kurz hier hinten dran. So, da kommen schon ein paar... Oh Gott! Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Du will... Ja, alles klar. Kein Ding. Hier, hol mit. Tschüss. Ach, das war der, den wir gerade als Held dabei hatten, ne? Ja. Wäre jetzt cool, wenn der Held dann mit den Rüstungen, die er hier kauft, rumrennen würde. Das wäre interessant. Can I help you with anything? Du willst das kaufen. Ja, das kostet dich so viel. Sagst du? Dankeschön. Wiedersehen. Okay. Ja, kaufen, kaufen, kaufen. Was willst du haben? Koste ich das? Hey damit. Ich glaube, ich bin ein bisschen günstig. Okay, das war der Tag. Aber wenn wir so weitermachen, dann wird das nichts mehr, denn wir haben jetzt gerade mal 800. Okay, die ist zu, solange man hier... Okay, ja, verstehe ich. Die ist zu, solange man... solange es Nacht ist. Ja, okay, man wird wahrscheinlich... Was? Man wird wahrscheinlich auch noch im Pub rumlaufen können und da Geld ausgeben für Saufi. Und, Open Store. Gut, das wird... Doch, tatsächlich, die kommen dann wirklich noch. Ja, alles klar. Oh, ja. Da gehen wir natürlich mal gleich hier hin. Was sagst du dazu? Oh. Okay, sagen wir so. Geht doch. Oh, ich dachte, das bringt jetzt ein bisschen mehr EP. Schade. Okay, aber immerhin haben wir schon mal 2000, das ist gut. Das verkaufe ich dafür. Ja, wir haben jede Menge verkauft. Exceed Experience. Mhm. Ja, okay, ne? Wir sind bei 35 Minuten. Ich würde sagen, das reicht jetzt mal. Ich denke, es hat sich jetzt erklärt, was in dem Spiel so vorangeht. Ich mache mal hier kurz die Aufnahme zu. So, also ich denke, da wird sich jetzt rein spieltechnisch nicht mehr so viel tun. Das ist, ja, Item Shop hier, Dungeon Crawler da. Beides nix unglaublich innovatives, was jetzt das Spielprinzip angeht. Wie die Story sich noch entfaltet, ich weiß nicht. Also ich sehe bis jetzt nicht so viel Potenzial, was Story angeht. Ich glaube, das ist so ein typisches 5 Minuten Casual Game. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Schlagt mich tot, wenn ich da falsch liege, wenn ihr Fans des Spiels seid. Keine Ahnung. Auf mich wirkt es aber jetzt gerade so ein bisschen hingeklatscht irgendwie. So ein bisschen billig.
schade. Also ich denke, ich probiere es mal noch weiter aus. Ich weiß ja nicht, wie lange die Demo noch geht. Wahrscheinlich bis zum ersten Taltag oder so. Ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach mal ausprobieren. Vielleicht gefällt es euch ja. Vielleicht habt ihr jetzt Bock drauf bekommen, das Ding zu spielen. Wie gesagt, die Demo-Version kostet ja nichts. Ja, auf Steam erhältlich Resetier Item Shop's Tale. 15 Euro kostet das Ding zum Kaufen. Muss jeder selber wissen, ob er dafür 15 Euro ausgibt. Naja, okay. Ich hoffe, euch hat irgendwie das hier jetzt gefallen, dieses Let's Mini, und ich werde mich auf jeden Fall ranhalten und noch ein paar davon machen. Vielleicht sogar jetzt gleich. Wer weiß. Ich nicht. ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.